Hey Leute, herzlich willkommen zur 15. Folge von Mechanical Mastery Plus. Ich habe offscreen hier im Endeffekt drei Maschinen gesetzt. Das ist dafür, dass ich die HDPE-Rods herstellen konnte, die Pellets. Da habe ich aber Liquid Ethylene gebraucht und Substrat. Das bekomme ich raus, indem ich Biofuel mit Hydrogen und Wasser sozusagen verarbeiten tue. Und Biofilm bekomme ich einfach, indem ich irgendwas Organisches im Crusher auseinandernehme. Habe ich einfach Sugarcane genommen. Des Weiteren habe ich offscreen Vorbereitung getroffen, im Endeffekt für, dass wir die Mechanical Essence fertig bauen können. Dafür habe ich von Applied Logistics, das ist äquivalent zu Refined Storage, habe ich zweimal 1K im E-Storage das hergestellt, weil ich dafür diese Matterballs brauche im Endeffekt. Genau. Jetzt wollen wir uns mal zusammen aufbauen, indem wir jetzt anfangen. Haben wir das hier, den Metacondenser und den Bio erstmal. Ein bisschen hier. Die beiden brauchen dann noch Strom. Oh ne, wir brauchen keinen Strom. Ich setze doch lieber so rum hin. Dann brauche ich Pipes. Ich darf auch mal vier, wenn ich das kann, ja. Das sind die größten, die Ultimate Pipe Upgrades. Vielleicht, glaube ich, auch kleiner gereicht hätten, weil es ja nur ein Tier 3 Buyer sind. So, und da packen wir Cobblestone rein. Ich höre gleich warum. Hier kann ich auswählen, was er machen tut. Im Endeffekt Items zerstören, die Matterballs, Singularities. Aber wir brauchen ja die Matterballs. Da braucht er pro Matterball 256 Items. Und Cobblestone ist eigentlich ein billigstes, das wir haben. Machen wir Cobblestone rein, hier auch. Wir sehen, ohne Upgrade wäre das viel zu langsam. Da haben wir jetzt hier zwei Upgrades rein. Hier machen wir. Oh, das können wir eigentlich so lassen, New Resource und Turnierverbindung beenden. Da hat jeder seinen eigenen separaten Buyer im Endeffekt. Wir sehen, es geht langsam voran. Ich könnte jetzt noch mehrere Buyer hinsetzen. Ne? Aber das kann nebenher in Ruhe arbeiten. Ne? So, dann müssen wir aus diesen nochmal die Red Paint Balls und die Blue Paint Balls. Ich habe sogar gesehen, dass ich gerade mit falschem Crafter gebaut habe. Das ist auch kein Problem. Pencil Crafter zwei Stück. Ich habe nur einen T1 Crafter gebaut. Wir würden T2 brauchen. Ja, eine T. Redstone Torches. Hier können wir upgraden auf Tier 2. Dann müsste der ein Torch das Rezept inbehalten haben. Ja, doch jetzt. Okay. Also, einmal den Blue Ball. Okay, wir bauen zu 3. Das kann ich alles hier drinnen craften. Wir brauchen Blue Dye. Ist einmal Lapis. Das bleibt dann intern. Dann brauchen wir Red Dye. Das ist Beetroot. Ja. Bleibt auch intern. Dann brauchen wir den Blue Ball. Der bleibt auch intern. Und den Red Ball. Der bleibt auch intern. Dann können wir Red Lumen Balls bauen. Das kommt hier. Vielleicht richtig die gleiche Reihenfolge. Blue Balls. Und die Red Balls. Genau.
So, jetzt haben wir uns aber Redstone. Beetroot. Muss ich noch anbauen gleich. Ist kein Problem. Lapis haben wir ja. Genügend. So, einmal Lapis, einmal Beetroot. Nehmen wir hier mal einen Metaball raus. Mit zwei Stacks voll. Dann nehmen wir Glowstone. Dann brauchen wir einen Platz für einen Blue Paintball und einen Red Paintball. Dann machen wir hier mal Remember. Genau. Machen wir einfach mal Strom, mal gucken, was funktioniert. Ihr seht, funktioniert wunderbar. Da kann ich einen wegmachen, weil ich habe vergessen, dass wir noch Farben brauchen. Ja. On to activate. Jetzt brauche ich noch eine rote Farbe auf jeden Fall. Und für die Paints noch eine Farbe. Die Trot habe ich hier gehabt noch. Ja. Was haben wir, ist eine rote Farbe. So, jetzt brauchen wir noch den Blue und den Red im Endeffekt. Und sowas wieder aktivieren. Ich natürlich genügend Boards hätte. Ja, so viel will ich begreifen gar nicht. Ach, das habe ich auch falsch gestellt. So, intern kürzen rein. Genau. So, das hat die Rezepte alle gespeichert. Machen wir den Glowstone rein. Genau. So, es hat auch gespeichert im Endeffekt nur zwei Stacks von diesem Blue und zwei Stacks von diesen Reds. Kann ich hier wieder abreißen, da speichert sich die Rezepte. Kann ich hingehen, ne? Und das hier extracten. Euch rein drückt keine Speed Upgrades, weil das sonst ethisch schnell genug ist. Dann können wir hingehen im Endeffekt noch. Ich glaube nicht, dass wir die Beetroot kaufen können oder so. Ne, kann man nicht. Dann nehmen wir hier einen Phytogenic Insulator. Oh, dann nehmen wir hier noch, was haben wir mit seiner Trashcan? Auch eine Nullifier. So, das Cyclic Upgrade. Einmal. So, jetzt können wir hingehen, Insulator noch hinsetzen. Dann nehmen wir uns einmal die Trashcan. Trashcan können wir filtern im Endeffekt auf Whitelist, nur Seeds löschen. Und hier packen wir den Cycle Processing Unit rein. Dass er immer wieder nur, dass er hier immer den Seed drin belädt und die anderen Seeds, was rausschmeißen tut, werden dann sozusagen gelöscht.
Können wir oben Output machen, unten Output machen. Hinten machen wir Wasser rein. Dann nehmen wir Exporter. Water. Wenn ich jetzt einfach hier mit dem Kartenkabel verbinde. Zack. Und beide brauchen natürlich auch Strom. Wieder weg, weil das sieht blöd aus. Und müsste euch reichen, der Water-Input von der Geschwindigkeit her. So, wie ihr seht, bekomme ich jetzt immer langsam nur mehr rote Farbe da rein. Bildrot, zwei rote Farben. Wenn es voll ist, dann ist voll sozusagen. Und jetzt habe ich wieder noch Tier 4 Bayer. Ne, leider nicht. Aber das ist ja nicht so schlimm. So, das haben wir im Endeffekt. Diese Paintboards fertig. Jetzt müssen wir das dann auch noch einen Pigmentextractor verflüssigen. Hier habe ich Eggier. Hier bei den Pigmentextraktoren. Die setze ich am besten ein bisschen anders. Setze ich diese Extraktoren hier hin. Dann hole ich mir eine Laser Node. Einen Kartenhalter und zwei Filter. So, hier kommt ein Import mit einem Filter rein auf Red Ball. Kommt eine Karte rein mit einem Filter auf Blue Ball. Und hier Richtung Nord kommt dann eine Karte rein mit Extract 8 Items. Und die noch einstellen. Import. Ja, da steht schon richtig eigentlich. Import. Aber ich ohne kann ich so lassen. Packen wir oben Strom drauf. Maschinen sind auch schon der Krach, also gehen wir hin und meckern jetzt die Maschinen schauen. Alle Muffeln. Genau, jetzt kommt die Pigmentfarbe hier raus. Jetzt können wir hingehen im Endeffekt. Auch drei Fluidkarten insgesamt. Ich habe nur zwei, ich habe nur eine. Wenn wir hingehen eigentlich hier Extract Fluid auf Orange. Extract Fluid Orange. Hier machen wir einfach hin. Insert Fluid. Was man gerade gesehen hat, ich könnte eigentlich hier auch jetzt anfangen, einfach Strom reinzumachen. Wenn ich mir eigentlich hier Relais sparen. Und mache oben Extract Strom. Maschinen kann man auch upgraden mit einem Card Overclockern. Ihr seht, ich kann nur 1000 Transfer machen pro Standardmäßig. Wenn ich jetzt volle Pulle mache, kann ich 100.000 transferieren. Ich kann jetzt einfach hingehen, hier oben eins draufsetzen. Ich kann jetzt eigentlich diese vier wegnehmen. So, jetzt haben wir die Farben, haben wir. Jetzt müssen wir einen Mixer. Den ich hier noch drin habe. Mit. Jetzt nehme ich auch mit. Mixer hier hin. Mit okay, er will es nicht so haben. Kann nicht beides auf einer Seite importieren, so wie es aussieht. Ach. Soll das auch richtig einstellen?
Okay, so geht's noch nicht. Erstmal, dass ich mit dem Mod arbeiten soll, also mit dem Pigment Mixer, muss ich erstmal schauen. Man soll das vielleicht auf den richtigen Channel packen. Aber es scheint auch nicht wirklich zu funktionieren. Ja, machen wir es separat. Nehmen wir einfach eine Fluid Pipe. Ah ja, okay. Nee. Das war mein Fehler, sehe ich gerade. Müsste die Maschine hier auch auf In- und Out stellen vielleicht. Das würde auch vielleicht helfen. Okay, ja, das scheint doch nichts geholfen. Dann machen wir es auf die alte Modellartenweise. In, out. Man merkt, ich bin noch nicht ganz fit, dass ich, ja. Muss gleich nochmal testen, ob es richtig funktioniert. Ne, würde auch nicht gehen. Okay, wir bleiben im alten System. Aber jetzt war es 10. Pigment. Ach, Pigment ist Chemie, okay. Dann ist klar, dass Laser ja auch nicht funktioniert. Mechanism. Dafür brauchen wir nämlich die Gaspipes, damit wir es gehen. Genau. Ja, das wollte ich nicht haben. Und Side-Config vorne. Output. So, jetzt kriegen wir die Farbe raus. Und mit dieser Farbe können wir dann die Painting Maschine. Also meine Upgrades mal aufballern hier. Damit können wir jetzt in der Painting Maschine hier vorne packen. Das stellen wir jetzt genauso ein. Von Output. Genau. Auch upgraden. Wenn wir jetzt hingehen, nämlich mache ich oben das hier rein. Gehen wir gerade mit Effekt hier hin. Hier unten hin. Machen einmal External Storage. Einmal ein Exporter. Ich
Beziehungsweise, was kommt da denn raus? Da kommt dieser Advanced Mechanical Sensor raus. Dann machen wir einen Importer mit einem External Storage. Hier exportieren wir diese Essenz. Dann importieren wir sie hier. Maschine einstellen, Items, fällt unten rein, oben an der Seite raus. So, das brauchen wir aber hier. Machen wir ein External Storage ran. Nur mit Export für das hier. Genau. Jetzt bekommen wir die ersten Essenzen. So, jetzt haben wir die ersten Quarzmechaniker Essenzen. Aber da ich das System das damit nicht unnötig fluten will, ja, das fertig habe, stelle ich jedes Mal auf Only Work with Redstone. Und nun mal die Verbrauchung, die wir haben. Hier habe ich auch noch ein paar drin. Kann auch verarbeiten. So, das haben wir alles fertig. Jetzt müssen wir diese Essenz crushen. Und dann mit Liquid Chorus arbeiten. Chorusfrucht. Gut. Okay, ich werde es wieder offscreen aufbauen und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Es war doch ein bisschen noch ein größerer Aufwand, das alles hinzubekommen, weil ich dafür den Solaraktivator gebraucht habe, damit ich die Advanced-Mechanik Gas herstellen kann. Und dafür habe ich hier Black HDP Sheet gebraucht. Und dafür habe ich Darkness gebraucht. Ja, und Darkness ist ein aufwendiger Prozess gewesen. Ich mache erst aus Cobblestone hier Blackstone. Dann mache ich hier einerseits Polished Blackstone. Hier mache ich dann aus Gold und Blackstone Gilded Blackstone. Das Gilded Blackstone mache ich dann klein im Endeffekt zu Carbon Powder. Dieses Carbon Powder tue ich dann zusammen vermischen mit Polished Blackstone und Lava zu Darkness. Darkness muss ich dann Blast Chiller umwandeln, einen Ding Pulverform machen zu Essence of Darkness. Habe ich gemacht und dann habe ich das gebraucht im Endeffekt für ein Item nur, für einmal die Black Sheet. Dann konnten wir hier drüben das fertig bauen im Endeffekt. Chorus habe ich auch noch herstellen müssen, Liquid Chorus. War einfach nur Chorus durch Herstellen im Phytogenic Insulator, dann in den Ofen rein und dann in dem Squeezer zumindest sozusagen ausdrücken, dass ich Flüssigkeit bekomme. Ist Crystallized durch Voidner, weil das brauche ich nicht. Dann geht es hier rein in den Pressurized Reaction Chamber. Ihr seht, es ist recht langsam. Aber ist ja nicht so schlimm. Wenn es da ist, ist es da, dann wird es bald verwandelt. Die Maschinen produzieren dann auch nicht mehr im Endeffekt. Das hier werde ich auch noch einstellen, dass er noch mehr produzieren tut, als wenn er im System ist. Hier zum Beispiel müssen wir jetzt diese Advanced Mechanical Sense grinden und 4 Advanced Mechanical Sensen. Und diese wandeln wir dann hier in dem Pressurized Reaction Chamber um in den Würfel. Da gibt es dann auch wieder als. Wir brauchen ein Advanced Mechanical Gas, es gibt ein inaktiv Advanced Mechanical Gas und das können wir dann wieder neutral Solar Neutron Activator zurück umwandeln. Also es braucht sich sozusagen nicht. Hier habe ich ein kleines UND-Gate gebaut, im Endeffekt nur
Das ist mit da oben verbunden, im Extractor, sonst würde es ja überlaufen hier. Es soll nur arbeiten, wenn ich weniger als 64 von dem gegrindeten habe. Aber mehr als die als 64 von dem von der Essenz im System. Also sonst habe ich wieder nichts im System übrig. Jetzt schauen wir mal nach. Hier unten haben wir noch die. Ne, ich brauche gar nichts machen, weil. Wenn der das hier umwandeln tut, dann packt er das automatisch hier rein. Aber ich werde hier in den Importer noch einen Detektor hinbauen. Was der an Redstone ausgeben tut, wenn ich hier über 128 ein System habt. Und dann soll er nur arbeiten ohne Redstone. Also sprich, wenn ich jetzt über 128 von der Advanced Mechanical Essenz im System habe, schaltet hier der Import im Endeffekt aus. Dann habe ich immer noch später einen Buffer von 64 hier. Also aus irgendeinem Grund, dass jetzt in Stocken kommt, weil jetzt hier der Chorus Fruit im Endeffekt zu langsam ist. Weil das doch relativ langsam vorangehen tut im Endeffekt. Ihr seht, die Bar bewegt sich gerade. Ich könnte jetzt auch mehrere hinstellen in Reihe, aber ich habe es halt eilig im Endeffekt. Mein Geld steigt weiterhin, also ist es kein Problem. So, jetzt sind wir hier mit dem Advanced Part schon fertig. Die Advanced Milk Crystal und könnten hier ins Endgame. Ihr seht, ins Endgame habe ich hier schon ein bisschen machen müssen im Endeffekt. Den oberen Teil, den und alles noch im Endeffekt. Den Neutronen Vector, da habe ich schon. Ja. Ja, wir werden uns das nächste Video mal das Endgame anschauen. Da weitergeht, auch dann können wir den Whisper beschwören, mit Töten, dass wir Nether Stars bekommen, dass da weitergeht. Dann können wir auch immer das bessere Fliegen freischalten. Aber das sehen wir beim nächsten Mal, von daher haut rein. Ciao.